Grüß Gott, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen heute wieder, ihr Karl der Wetterfrosch am Start mit dem Wetter für heute. Sonne satt, die Sonne scheint, da, da und dort. Nehmen Sie, es regnet den ganzen Tag. Ziehen Sie sich Gummistiefel an, schnappen Sie sich Ihre Lieben und machen Sie einen Spaziergang an der frischen Luft. Sonne scheint, die Sonne ist wieder zurück. Ziehen Sie sich Gummistiefel an, gehen Sie an den Strand, es regnet wieder, verdammte Scheiße! Nehmen Sie sich Ihren Sonnenschirm und stecken Sie sich, Sonne scheint, ja, die Sonne ist zurück, den ganzen Tag Sonne satt, es regnet, die Sonne scheint, was, es regnet schon wieder, es regnet, nehmen Sie sich die Scheiße und baumeln Sie sich, wäre ich bloß Astrologe geworden, Mama, du hattest recht! Oh, oh, wir sind am Boden. Freude, bist du hier hinten? Ja, schmeiß mal den Schild hier hin. Da, hier im Schatten. Nicht den Rucksack aufheben. Das hab ich doch gar nicht gemacht. Wie geht... Oh, ey, ich krieg's nicht hin, Matze. Alter. Ich krieg's einmal nicht hin. Was denn? Na, was jetzt machst du denn? Jetzt ist aber jetzt komm, raus. Ey, lass es einmal. Nein! Warte, komm her! Ey, ich will diesen Schlüssel, ich bin da gerade schon dran verreckt. Ich hab keinen Bock nochmal. So, hier, nimm Schlüssel. Jetzt durchsuchen, nicht aufheben, durchsuchen. Wir sind hier im Schatten. Hab ich den schon, diesen Schlüssel. Wenn nicht, hast du ihn jetzt. Nee, hab ich nicht gehabt. Ist das? Danke. Ja, bitte. So, ab ins Sturms und alle erschießen. Wir müssen nicht ins Sturms. Warum nicht? Wo müssen wir hin? Wir müssen eigentlich rüber. Wo rüber? Ja. Eigentlich auf die andere Seite. Wir gehen ja zur Tanke und dann nehmen wir die Abkürzung. Okay, gut. Ah, diese Drecksbüsche, ey. Aber ich habe mich echt schon dran gewöhnt, Matze. Ja, ja, ich auch. Ich merk's kaum noch. Mhm. Also ich wundere mich immer, warum ich noch so viel Energie habe. Weil die Büsche einen immer abstoppen. Ja. So, ihr wollt durch diese Schlippe, durch dieses Terminal hier. Ja. An der Tanke Section. Naja, es war aber ein bisschen weiter weg, ne? Nee, nee. Na, wolltest du die Skeps noch eben killen an der Tanke, die beiden? Schließ schon mal auf, Klaus. Noch nicht auf, ne? Nee, nee. Der zweite ist nicht da, keine Ahnung. Na komm zurück. Mach dann die Tür zu. Ist er da? Da ist Grafikkartenhalle irgendwo. Warte mal, ich komm rüber. Hab ich den Markierer mit dir? Machst die Tür zu, ne? Na ja, klar. Ich treffe den Skeffen. Also, ich muss da hinten in die Halle rein. Warte, wir warten bis Matze. Ihr könnt schon loslaufen, wenn ihr wollt. Nee, wir laufen zusammen los. Minus. Ah, sauber. Was dauert denn jetzt hier so lange, ey? Oh, Alter, was habe ich für einen Flug hinter mir? Ja, so kann ich die Scheiße nicht platzieren hier. Ah ja, was? Hier. Na, alles gut. Ich hab platziert. Okay, jetzt musst du am Leben bleiben, ne? Ich komme. Warte, ruhig. Das bin ich. Ach, das bist du. Ich hab gerade gesagt, ich komme. Gut, wir sind ja drin. Ich komme ja gar nicht hoch zu euch. Dann ist so eine Schräger. Ja, hab's. Ja, ich würde sagen, gehen wir rüber und looten da noch ein bisschen, oder? Ja. Gestern noch davon geredet. Dass ich kann mal wissen, Leute, was die für Kniften haben. Wartet.
Klaus? Ja. Ach, das ist Klaus. Da vorne liegt auch ein toter Skeff. Ich bin hier an dem blauen Bus hinten und guck mal in den Kofferraum. Ich würde auch da die lange Halle, ich würde gar nicht hier die, die Dingshalle wollen. Hier, Metallsteps. Ja, von links, ne? Mhm. Ich bin hinten an, hinten an der Tür, Leute. Oh. Der kommt hierher. Das sind zwei, glaube ich. Ja, der kommt jetzt hier rein. Raucht hier rechts im links von euch im Gebüsch rum. Der geht da jetzt gerade über den Metallzaun. Hier wurde auch schon gelootet. Hast du? Nö, ich hab einfach bloß mal hingeschossen. Das ist ein Skeff, oder? Nee. Das ist ein Spieler. Tun wir den jetzt, Leute. Geh zu hinten raus und erschießt die Sau. Lass mich mal durch, Klaus. Ah! Der hat mich. Mann ey, warum ist denn der dort oben? Ich dachte, der ist neben der Halle. Der ist oben auf dem Scheißberg. Fotzen. Es sind zwei, Klaus. Schwer angeschlagen. Granate von mir. Ich bin wieder hier in der langen Halle. Muss mich heilen. Scheiße, es waren doch zwei. Ich glaube, einen habe ich. Sollen wir rausgehen oder? Ja, gehen wir raus. Suchen wir unsere heilende Flucht. Sag, wenn du soweit bist. Ja. Können wir schnell Magazine nachladen? Mann. Jetzt. Mist, da kam noch einer, Alter. Das ist so ein Scheiß. Aber ich hab doch gesagt, das sind zwei. Die waren in der Grafikkarten. Nur gut, dass wir da nicht drin waren. Die hätten uns da auseinandergenommen. Oh ja. Naja, du kommst unten rein, du siehst erstmal nichts, weißt du? Und die wissen ja, von welcher Seite du kommst. Die brauchen bloß einen Punkt. Du musst mehrere Punkte sofort erfassen und die ja nur einen. Das ist nur das Urteil. Würde ich sagen. Ich bin tot. Was? Von wo? Keine Ahnung. Headshot. Wo hast denn du gesessen? Gelegen, am Rohr. Die sind auf dem Bahndamm, schätze ich. Nee. Ja. Einen habe ich. Wo war der Bander? Nee. Ach, Scheiße. Ja.
Der war vorne schon in der anderen Halle, weißt du? Ach so. In der anderen Loot-Halle, kurz bevor vorm Exit. Tja, wahrscheinlich hinten rumgerannt. Oh, dem habe ich in die Fresse geschossen, dem Hund. Ich hätte gerne gelootet, aber ich war schon ziemlich angeschlagen. Auf jeden Fall. Obwohl, ich glaube, selbst wenn wir müssen uns da keine Sorgen machen. Das ist, dafür sind wir schon zugesetzt, sage ich mal. Wir sind nicht mehr die Jungspunde, die sich noch produzieren müssen und so. Das wird bei uns, glaube ich, nie passieren. Also, weil wir auch Scheiße gefressen haben schon. Da unten läuft einer. Ich weiß auch nicht, ob es ein Skeff war. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Das war ein Skeff. Okay. Nee, er stöhnt. Er muss tot sein. Ich glaube, es war ein Skeff. Ich muss auch mal schnell markieren. Nee, das ist ein Spieler. Ach so. Oder? Da kommt noch das bin ich. Oder bist du? Okay. Das ist ein Spieler. Warte, ich guck. Ja. Ein Level 1. Ach, Baum. Ach, du glaubst es nicht. Warte, ich steck dich. Hat noch nicht mal einen Helm aufgehabt. Ach, ich lass sein Zeug da. Ich lass ihm sein Zeug. Aber, warte, die Weste muss ich mitnehmen von dir. Achso, die habe ich gerade rausgeschmissen. Ich will schnell rüber markieren, Beutel. Jo. Nicht die Weste, die Armor, Entschuldigung. Lauf da immer mal hinterher, damit ich weiß, wo es ist. Ah, okay, hier oder was? Oh, das sind bloß 10 Sekunden. Okay, Punkt 1 markiert. Weiter geht's. Wieder zurück hier im Zaun. Muss hier aber irgendwann mal Magazin nachklippen. Fliegt da eine Motte rum. Ah, bei mir ist eine Fliege. So, warte, ich klipper mal schnell. Jo. Alter Clipperbock. Jetzt hängt die an der Softbox. Naja. Wo schon ist der? Ist der? Okay, es sind ganz viele Skeffs. Da sind auf einmal 3 aufgetaucht. Lass uns abholen. Aber mit der Adar komme ich nicht klar. Nicht, ne? Nee, ist mir schon im letzten Vibe aufgefallen, das ist echt nicht meine Waffe. Ich finde die ganz gut eigentlich. Ich spiele gerne mit der. Vor allen Dingen verschießt von Anfang an relativ stark Munition. Oh. Ausdauer weg. Rechts ist ein Skeff. Ah, lass ihn mal halten. Nee, es ist kein Skeff. Das ist ein Spieler. Der ist hinterm Zaun. Hä, ist doch ein Skeff. Ist ein Skeff. Ich versteh's nicht. Wo ist er? Wo bist du eigentlich, Matze? Ich bin ja vorgerannt. Eigentlich auch nicht so eine gute Idee, dass du schießt. Ich hätte mal gelassen. Weil damit lockst, ziehst du die Aufmerksamkeit jetzt auf mich.
Wovor bist denn du gerannt? Richtung L hier, oder? Ne, vor zum Bahnhof. Ich muss hier auf das Gelände und da stehen die anderen Tonnen, die muss ich markieren. Welche sind denn das jetzt hier? Hier war ich noch nie bei den Dingern. So, wir müssen mal raus. Achso, Sea War Manual, hast du Rucksack? Ja, nicht unbedingt. Okay. Dann kannst du noch irgendwo ins Gebüsch schmeißen. Dann machen wir uns hinten da raus. Dann gehen wir jetzt wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Okay, ich bin hier hinterm Stacheldraht, ne? Am Weg. Mhm. Ich sehe dich. Ich hoffe, du bist das. Ja, ich bin das. Wir müssen kurz Ausdauer tanken. Gleich sind wir raus, Beute, wenn alles gut geht. So, hier. Schönes Ding.